Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Willkommen zurück, Pele Wollitz in Osnabrück. Er traf das erste Mal auf Daniel Thune an der Seitenlinie. Über 10 Jahre war Wollitz an der Bremer Brücke aktiv, als Spieler und Trainer erfolgreich. Jetzt kam er mit Energie Cottbus, um den Tabellenführer zu ärgern. Der erwischte den besseren Start, dominierte Durchgang Nummer 1. Nur Chancen waren eher Mangelware. Jetzt vielleicht mal Rennecke und das Marc Haider. 29. Spielminute, die verdiente Führung für Osnabrück. Ausgangspunkt Luca Pfeiffer. Er kam rein in die Startformation. Das zweite Mal von Beginn an dabei. Klasse Flanke von Rennecke. Klasse Abschluss von Marc Haider. Saisontor Nummer 4, weil Weidlich ihn im Rücken aus den Augen verlor. Daniel Thune, seine Mannschaft seit 8 Spielen in Liga 3 ungeschlagen, kommt Nummer 9 hinzu. Sie wollten unbedingt den 6. Heimerfolg einfahren. Rein in Durchgang Nummer 2. Die Frage war, schafft es Energie Cottbus endlich ein Lebenszeichen zu senden? Erst einmal die Kontergelegenheit der Osnabrücker, Amenido dazwischen. Und dann hat er das Auge für Alvarez. Die große Möglichkeit in der 50. Minute den Vorsprung auf 2:0 auszubauen. Aber Spahic vereitelte. Glänzende Reaktion gegen den Top-Torschützen der Osnabrücker. Aber die Gäste, der Aufsteiger, sie wurden allmählich gefährlicher, weil er reinkam. Kevin Scheithauer eingewechselt zur Pause, wie auch Dimitar Rangelov. Beide brachten viel, viel Schwung in die Partie, in das Spiel der Gäste. Das Ganze allerdings schon in der 75. Minute. Doch noch lag die Mannschaft von Pele Wollitz nur 0:1 zurück. Und die haben doch Selbstvertrauen, holten sie 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Doch jetzt kam Osnabrück immer häufiger zu diesen Kontergelegenheiten. Faruna Pulido eingewechselt und der erzielte das 2:0. Machte es besser als Alvarez Minuten zuvor. Der Frust, dass er nicht von Beginn an ran durfte, war hier beim Abschluss komplett zu erkennen. Faruna Pulido mit seinem 4. Saisontor. Spahic chancenlos in diesem 1:1. Das 2:0 in der 82. Minute, sollte es das gewesen sein? Nein, weil Cottbus den Glauben noch hatte, daran zurückzukommen. Scheithauer, der sieht Viteriti und der passt. 86. Minute, das ist der Anschlusstreffer. Klasse durchgespielt, Ausgangspunkt war eine Einwurfsituation. Und dann überrollen sie den Gegner und schaffen es, das Tor zu erzielen. Osnabrück damit wieder mal nicht zu Null gespielt. Das war dann aber auch eine von wenigen Situationen, wo es wirklich hinten brenzlig wurde. Sie drückten aber noch mal auf den Ausgleich und dadurch ergaben sich Räume für Osnabrück. Sebastian Klaas, kurz zuvor eingewechselt. Was ein Märchen. Rennecke mit diesem Zauberpass in den Lauf von Sebastian Klaas, der seine ersten Minuten in dieser Saison absolvierte, nachdem er einen Halswirbelbruch im Sommer hatte. Und dann erzielt er direkt das Tor zum 3:1. Und dieses Tor besiegelte dann auch den Endstand für den Tabellenführer, für diesen 3:1 Heimerfolg. Ja, unfassbar. Ich habe echt sehr, sehr lange darauf hingearbeitet. Das hat sich alles länger gezogen, als ich eigentlich gedacht habe. Und dann so wiederzukommen, war schon... Ich dachte, was ist jetzt los? Ich komme rein und wir kriegen direkt das Ding. Aber dann, dafür sind wir eine Mannschaft, dass wenn es mal nicht so läuft, dass die Jungs von außen kommen. Pulli hat auch getroffen als Einwechselspieler. Pele Wollitz, eine gute Halbzeit war zu wenig. Seine Rückkehr misslang. Warte mal durch. Wie waren denn die 95 Minuten heute für Sie? Das erste Mal wieder an der Bremer Brücke. Auch das, sage ich Ihnen ehrlich, wie jedes andere Spiel auch. Es war ja klar, dass das Publikum, wenn Osnabrück in Führung geht, dann noch mehr Freude hat. Dafür habe ich absolutes Verständnis. Ansonsten ärgere ich mich, dass wir 3:1 verloren haben. Unabhängig davon, hier oder woanders, verliere ich nicht gerne. Osnabrück feierte am Ende einen völlig verdienten Heimerfolg. Es ist der bereits 9. Saisonsieg. Sie spazieren weiter in Richtung 2. Bundesliga.